Ding, 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 ding. Sie haben geläutet. Sag mal, worüber wollen wir die Woche reden? Ach, ich weiß nicht, hast du Ibis geguckt? Ja, hast du Bachelor geguckt? Ja, hast du Super Bowl geguckt? Oh ja, von den Spice Girls gehört? Ja! Ey, krass, Mann, dann lass uns anfangen. Lass mal reden, ja. Was für eine langweilige Woche. Da ist nichts Großartiges passiert, sodass wir kein großes Thema heute haben. Deswegen fangen wir direkt an mit AWL, WWWW, UWWU, MSW. XXL. Dann sag doch mal, womit du anfangen willst. Mir ist egal, kannst dir aussuchen. Ist eh alles scheiße. Ist alles scheiße? Alles Nein, scheiße. nein, 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 nein. Die Woche war nicht alles scheiße, denn Doch. das war Dschungelfinale. Ist scheiße. Und wer hat gewonnen? Wer hat das Dschungelfinale gewonnen? Die Die Schwester Schwester von von Daniela Daniela Katzenberger. Katzenberger. Gratulation an dieser Stelle, wa? Ja. Hat sie es verdient? Nein. Nein. Findest du? Nein, Nee. das war so ein Ding von Anfang an halt, oh, keiner nimmt mich ernst, keiner kennt meinen Namen, ich bin nur die Schwester von der Daniela Katzenberger. Ist dann aber und am Ende dann doch die wie Phönix aus der Asche zur ist Schwester da von von Daniela Daniela Katzenberger Katzenberger geworden, geworden. Was ja. sagt Daniela Katzenberger eigentlich dazu? Ich weiß nicht, weiß sie überhaupt, dass sie eine Schwester hat? Hat er nicht mal den gleichen Namen, ne? Nee. Daniela Katzenberger Schwesterhausen oder keine Ahnung. Ja, aber es ist krass, die haben ähnliche Namen, ne? Daniela Katzenberger und Daniela Katzenbergers Schwester. Ist schon Ist sehr ist ähnlich. schon krass, aber Ja. die Eltern sind ja überhaupt nicht Nee. innovativ, ja? Nee. Mal einen anderen Namen überlegen. Findest du eigentlich, die Katzenbergers erinnern dich an die deutschen Kardashians, sodass die Mutter so ein bisschen die Kardashian-Supermama ist und jetzt ihre ganzen Kinder so in die Medien reindrückt? Aggressiv? Oder würdest du das gar nicht unterstellen? Nee, würde ich nicht unterstellen. Nee. Fehlt noch ein Sextape. Da ist Oh. ja Kim mit bekannt geworden. Oh ja, hast du es gesehen? 5 Minuten, dann war ich fertig. Sehr schön, sehr schön. Eine weitere Kandidatin, die mal im Dschungel war und jetzt wieder mega Schlagzeilen macht, ist Patricia Blanco. Sie schafft immer wieder neue Wege, ihren Vater zu blamieren. Wir kennen sie ja alle aus Adam sucht Eva. Alles klar? Ja, klar, jetzt bin ich gut drauf, Mann. Wir kennen sie ja alle aus Adam sucht Eva. Da hatte sie ja ihren wunderschönen operierten Körper gezeigt. Und jetzt Schocknachricht. Die Brustwarzen sterben ab. Was war das Erste, an das ich gedacht habe, als ich dieses Bild von den Brustwarzen gesehen habe? Würdest du es essen? Das wäre doch eine Dschungelprüfung für nächstes Jahr. Das sind die abgestorbenen Brustwarzen von Patricia Blanco. Aber wir. Du kennst mich ja, ne? Ja. Und du kennst meine Connections, ja? Und deswegen Ja. habe ich meine Connections spielen lassen und die abgestorbene Brustwarze von Patricia Blanco dabei. Ich muss mich mal kurz hier ringen und mal schauen, ob du sie denn. Oh, warte, sie ist noch ein bisschen. Also hier, wenn man mal guckt, das ist die abgestorbene originale Brustwarze von Patricia Blanco und jetzt Dschungelprüfung. Chris ist in der Dschungel, also wie wenn du im Dschungel wärst, du musst jetzt mal, wir können uns auch teilen. Ja, Chris, komm. Kann ich Komm, nicht. komm, ich helfe dir. Kann Ich es nicht. helfe dir. Aber nein, 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 lass das nicht, bitte. Nein, Oh, nein, nein. die ist entzündet, da ist noch, Da ist Eiter drin. da ist Eiter drin. Aber lass versuchen. Fürs Team. Mir ist schlecht. Ja, ist da so was Weiches Ich rausgekommen. mag das nicht. Ah, Patricia, danke. Schon ein bisschen eklig, ne? Warum muss man das so Und breit du hast ja noch treten? was am Bart. Ja. War es Saft von ihr oder war das Alter. Eiter? Ja. Warum muss man das so breit treten, wenn man so eine Krankheit hat? Weiß ich nicht, aber ich habe gelesen, man kann die Brustwarzen retten, indem man von den Schamlippen neue Brustwarzen bastelt. Ich frage mich, ob man aus ihren Schamlippen auch ein Gehirn bauen könnte. Ich glaube, das wäre ein bisschen wichtiger. Wo wir schon bei mangelndem Gehirn sind, können wir auch direkt zum Bachelor übergehen. Hast du, Oh. ich möchte direkt damit anfangen, das Highlight der aktuellen Folge. Hast du den Den Liebesbrief Liebesbrief. von Janine Christine gesehen? Also Ah. beziehungsweise hast es. Sag mal, du magst Fremdschämen? Ich Ich mag's nicht. doch, Ich ertrage es ich habe nicht. es genossen. Also Ich ich habe ertrage ja es ganz nicht. oft Fremdschämen, aber ich habe es genossen. Es war richtig so. Ich habe es fast nicht ausgehalten, Ich ne? frage mich, ist das geskriptet und die ist eine großartige Schauspielerin oder ist die. Wow, oder ich will doch hier auch keine Menschen Ich schreibe hier mal kurz einen Brief. Ja. 10 Seiten später. Ja. Was hat sie denn da reingeschrieben? Außer ich finde dich toll und nett. Aber wie Lieber fandst Daniel, warte, ich habe den Originalbrief hier. Ich glaube, meine
meine Familie würde dich mögen und vielleicht bist du ja auch irgendwann Teil davon. Das ist auch das Wichtigste für einen Mann beim ersten Date, dass die Familie ihn sehr mag. Was hat er gedacht in dem Moment? Geile Sau. Shut up and sleep with me, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Oh, nee. Na, wobei, der Knutsch-Bachelor, der würde auch mit dir knutschen. Wie fandst du denn aber die Reaktion von Celine, wie heißt sie denn? Carina. Hier mit Tattoo. Tattoo, Schwarzarm. Schwarzarm hat gesagt, Schwarzarm war richtig Fotze. War Entschuldigung, richtig? Böses Wort. Oh. Biep. Achso, bringt nichts, wenn ich danach Biep sage. Ja, nee, nee, danach nicht, nee. Aber die war richtig die war richtig eifersüchtig, wa? Ja. Ich glaube, weil sie gesehen hat, dass sie schreiben konnte, die andere. Ja, aber was für ganz viele ja auch für RTL das Highlight war, was man 400.000 Mal in dieser Folge gezeigt hat, war... Er wollte da kurz handgreiflich werden und sie dann auch nochmal eine rein. Oh, ich habe überlegt. Ich glaube nicht. Wie hättest du reagiert? Ich hätte angefangen zu weinen. Ich hätte ihr eine reingezogen, glaube ich. Ja. Ich bin für Gleichberechtigung. Stimmt, wollen doch alle. Wollen doch alle. Wollen doch alle. Ist doch. Ich finde es eher macho-mäßig, wenn er nicht zurück. Genau. Stellt er sich ja dann über die Frau. Ja, er denkt dann so, ja, ich bin doch viel stärker. Ich bin stärker, aber ist ja nicht. Ist er nicht, ne? Aber ist schon krass. Die Kleine hat schon ganz schön reingehämmert. Alter! Mit ihren 50 Kilo plus 10 Kilo Titten. Ja, also. Ja. Alter, ey, aber die hat richtig zugehauen. Das Auge ist... Sie hat auch so dreckig angefakt mit Haare nach hinten und BAM! Ja, und das Auge angeschwollen und blau. Ey, das war richtig krass. Ey, er guckte ja nur so... Ja. War ganz unangenehm und alle sehen das auch noch. Ey, es ist wie richtig. Weggeschellt wurde, er ist ab jetzt der Schellen-Bachelor. Ja? Da hat man jetzt offiziell einen Schellen. Aber er hat eine gute Reaktion gehabt. Muss ich jetzt in Deckung gehen? Das war auflockernd, fand ich in Ordnung. War doch, war richtig. Weil er musste das, man musste das ein bisschen. Heirat ihn doch, so wie den verteidigst. Ja, mach ja auch. Und auch mit mir würde er knutschen. Meinst du? Blondar. Aber Jeles, die war ja ein bisschen pisst auch. Das Date hat ihr nicht gefallen, gar nichts hat ihr gefallen. Dachte sie eigentlich, er kommt mit einem fliegenden Teppich? Oder das hätte besser gepasst, oder was? Oder ist das fucking racist jetzt gewesen? Ja. Wie findest du denn, dass sie das gemacht hat? Also ich, ist asozial, Punkt, Ende, aus. Finde ich wirklich, ist asozial. Ist heißblütig gewesen. Ja, nee, ist asozial. Das ist wieder, ich habe doch nur meine Meinung gesagt. Nein, Mann, hast du nicht so. Ich bin heißblütig, ist es so in meinem... Ja, okay, er hätte sie nicht knutschen müssen. Okay, vollkommen richtig. Aber ich verstehe... Wie fandst du, hat er den Move gemacht, den Kuss so? Gib mir kurz eine Hand. Das war cool. Aber findest du nicht, dass er immer komisch küsst? Er macht immer so... Er will essen. Ist ein bisschen too much, Alter. Ja, aber komm, für den ersten Kuss. Ja, aber das ganze Ding ist... Karpfen-Bachelor. Aber ich kann ihn auch verstehen, Mann. Sie ist doch so... Kuss war... Also von der kommt nichts so mega emotionslos. Ich glaube, so ist sie einfach. Aber ich als Mann könnte damit auch nicht umgehen. Was ist denn jetzt? Ich glaube, du kannst ja sagen... insgeheim gar nicht auf den stehen, alle. Wenn er nicht der Bachelor wäre, würden die ihn doch angucken von oben und sagen so, Junge, Alter, lauf weiter. Ja, und noch eine Schelle. Ich glaube, gerade Samira ist so eine. Oh ja. Die, ey, ich glaube der kein Wort, Alter. Nee. Wenn die in den Raum kommt und sagt, guten Morgen, genau ist schon gelogen, obwohl es morgen ist. Naja, auf jeden Fall sind wir gespannt, wie es weitergeht, was der Schellen-Bachelor macht. Maxim ist drin geblieben. Pass auf, ich mache jetzt Moderatorenschule. Ja. Also die aktuelle Bachelor-Folge war ziemlich super. Was war noch super in der vergangenen Woche? Der Super Bowl. Hast du geguckt? Ich habe geguckt, auf jeden Fall habe ich geguckt, bis kurz vor dem ersten Viertel und dann bin ich eingeschlafen. Ja, sehr gut. Weil Montag war dann doch sehr früh morgens, muss ich sagen. Ja, Montag ist immer sehr früh morgens. Können die Amis das nicht zu einer vernünftigen Zeit machen, dass wir Europäer das gucken können? Ja, es interessiert sich. Oder am besten würde ich es finden, wenn sie die Halbzeitshow direkt an Anfang machen würden. Und den doofe String herum, das Spiel, das können wir weglassen. Ja. Also ich habe geguckt, also die Halbzeitshow, weil alles andere interessiert mich nicht. Ich habe die Halbzeitshow auch geguckt, ja. Und was sagst du zu Justin? Ja? Justin Timberlake, was sagst du? Justin Timberlake, mega Entertainer. Ja. Mont Selmerlöw-Niveau, würde ich fast sagen, ja. Aber warte mal, ich muss kurz überlegen. Mont Selmerlöw? Mont Selmerlöw, der gute ESC-Host aus Sweden. Genau. Fast das Niveau erreicht, ja. Super Choreo, muss ich sagen. Ja. Alles cool. Ein Problem hatte ich, ich fand die Musik nicht so gut. Das ist das Problem. Du magst deine Songs nicht? Ich mag die Songs, aber I got this feeling. Inside my body. Das ist halt schon 70.000 Mal gehört. Das war dann ich kann Rock Your Body nicht mehr hören.
Das war das Problem. Er hat einen Song aus seinem aktuellen Album gespielt. Direkt am Anfang. Ich kann ja auch sagen, warum, weil das auch der einzige ist, der gut ist auf dem Album. Oh, hast du es gehört? Ja, also ich glaube, es sind 16 Lieder drauf. 6 davon sind in meiner Playlist irgendwie so drin, weil so ein bisschen supporten und man muss ja auch mal was Neues hören. Ja. Aber enttäuschend leider, ja, ist nicht. Alle großen Songs. Nicht dieses Senorita-Niveau von damals? Nee, und auch nichts mit Future Sex Love Songs. Also ich glaube, da kommt er nicht mehr ran. Justin Timberlake ist quasi der männliche Lady Gaga. Oh ja, Lady Gaga, jetzt, meine lieben Freunde, meine lieben Little Monsters, ihr müsst ganz stark sein. Lady Gaga hat bekannt gegeben, dass sie ihre Europa-Tournee absagt, weil sie ganz doll krank ist. Du sagst das so, als würdest du das nicht glauben. Nee, also ich glaube das natürlich, aber ich habe auch den Artikel gelesen, das war irgendeine Fantasiekrankheit, also hat es angehört wie so Fantasiesprache, ja. Aber böse Zungen behaupten ja, dass sie die gleiche Krankheit hat wie Yvonne Katterfeld und die DSDS Allstars, als sie auf Tour gehen wollten und keiner die Karten gekauft hat. Und jetzt behaupten die Leute ja, dass das so ist bei Lady Gaga, aber die weiß ich nicht. Also nee, würde sie nicht ich tun. Finde jetzt, ist es das 10. Jahr in Folge, wo sie Pokerface singen müsste im Konzert. Da hätte man doch eigentlich noch mal eine Karte kaufen können für 130 Euro. Anscheinend, aber jetzt ist sie krank geworden. Naja, hat man halt länger Zeit, sich eine Karte zu besorgen. Ne? Das stimmt. Deswegen Little Monsters durchhalten, sie kommt bestimmt irgendwann wieder. Von wem man sich auch keine Konzertkarten kaufen kann, zumindest in Deutschland, sind die If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way you live. So habe ich früher mal gesungen, als ich in den Keller gegangen bin, als ich noch kein gutes Englisch konnte. Und als du noch keine Eier hattest. Nee, hast du früher auch gesungen, als du in den Keller gegangen bist? Aber darüber wollen wir gar nicht reden, wir wollen über Spice Girls reden. Ne? Keller haben wir andere Sachen gemacht mit unserer Familie. Alle wieder da? Natürlich. Alle. Auch Gary Halliwell? Alle. Victoria Beckham, Emma Bunton. Victoria? Die schwarze Gin... Melanie. Die schwarze. Wieso? Ja, die schwarze, die heißt die schwarze. Entschuldigung, Mann. Wie heißt sie? In die war ich früher verliebt. Melanie C? Mel B. Ach, Mel B. War ich verliebt. Mel C war ich nicht verliebt. Nee, Sporty Spice fand ich immer ganz gut. Ich überlege gerade, wie ihr Song war, den ich so gut fand, aber mir fällt er nicht ein. Ja, ich auch nicht. Kein Mensch kennt den mehr. Ja, jedenfalls gehen nicht auf Deutschland-Tour, nur in England und Amerika. Und glaubst du, sie kommen aufgrund der Liebe zur Musik zurück? Oder ja, ist Geld alle? Nee, ich glaube nicht. Nein. Glaubst du, Geld ist alle? Die sind doch alle erfolgreich. Keiner? Victoria Beckham. Dann kommen sie wahrscheinlich wegen dem Geld wieder. Nee. Was denn jetzt? Nee, ich glaube, die sind jetzt reich oder nicht? Nee. Also dann kommen sie wegen Geld wieder. Ja, ach. Sehe, du bist richtig involviert in diesem Thema. Dieses Thema ist auch sehr... Ballert mich richtig weg. Was ja mal. Sollen wir denn einfach nächstes Thema? Such dir doch eins aus. Vielleicht hast du irgendein Thema, was auf meiner schlauen viel Liste. Interessanter ist. Hm? Zum Beispiel so Kinder gerade. Kinder, ja. Kylie Jenner hat ein Kind gekriegt. Kylie Jenner, Mann. 12 Monate hat sie gebraucht. Nee, 9. Wie ein Elefant. Ja, 9 Monate verheimlicht worden. Finde ich auch wieder das perfekte Beispiel. Wie geht das? Ja, pass auf. Finde ich auch wieder das perfekte Beispiel, dass immer, ja, unsere Nacktfotos und das Video und so, das wurden im Internet geleakt und das sollte man gar nicht sehen, unsere Party, die ist alles so privat. Ja. Und dann aber 9 Monate wird nichts von dem Kind geleakt. Nee. Warum will doch kein Mensch erzählen, alles, was geleakt wird von den Kardashians, ist alles gesteuert. Liebe Bild, ein Foto, aber bitte nicht veröffentlichen. So. Ja, was ist denn da los? Und hast du gehört, wie das Kind heißt? Ja, Rainy Weather oder so. Richtig, Stormy. Stormy Webster. Stormy, und da musste ich, ist natürlich ein bisschen unpassend gelegt, denn jetzt wurde doch auch bekannt, dass Donald Trump eine Sexaffäre mit einer Pornodarstellerin hatte, die Stormy Daniels heißt. Nein. Doch. Ist es vielleicht ein und derselbe Mensch? 9 Monate zurück, rechne mal, oder 3 Monate drauf, März, April, Mai. Sie ist im Mai schwanger geworden. Ja. Seit wann ist sie mit dem Vater des Kindes zusammen? Wie lange lässt man sich da Zeit in der Generation? Halbes Jahr? Halbes Jahr, das klingt gut. Ich gebe dir 3 Antwortmöglichkeiten. Mhm. Halbes Jahr, ein Jahr oder ein Monat? Da hast du dich ein bisschen verraten. Ein Monat, Alter? Krass, ne? Ah, das ist ja, aber vielleicht ist es die wahre Liebe. Jetzt. Erstes Date, erzähl mal, wie das abgelaufen sein könnte. Also er holt sie ab und dann fliegt er mit dem Helikopter mit ihr über Miami, ne? Und sagt dann zu ihr so, guck mal hier links und rechts und so, und dann seine Sidebitch ist dann auch noch dabei und dann danach schmeißt er die Sidebitch raus und geht dann mit der richtigen auf einen Ballon und schläft dann da und... Würstchen ins Brötchen oder nicht? Richtig, bis zum Anschlag. Mit und dann?
komplett direkt geschwängert. Ja, und wie macht man das? Ja, genau. Mann, mega spannende Woche. Und es kommen noch so viele Sachen auf uns zu. Jetzt geht es, mach ruhig weiter. Geht es auch wieder los mit Take Me Out, neue Staffel. The Biggest Loser, neue Staffel. Auch immer für einen Lacher gut. Ich dachte, das würden die Leute gerade schon gucken. Wenn ihr euch auch auf mehr Videos von uns freut, dann aktiviert die Glocke. Klickt auf den Daumen. Und vor allem auch auf den kleinen roten Abonnieren-Knopf. Wir haben euch alle ganz doll lieb und deswegen sagt Andi jetzt piep, piep. Ach so, piep, piep, piep. Und niemals vergessen, shine on.